Herzlich willkommen bei Feuerwilli, das bin ich. Ich bin heute nicht alleine. Wir machen heute was ganz Besonderes, aber ich natürlich wieder mit Unterstützung von Professionalität hoch 10 und zwar von Michele. Das ist Michele. Das bin ich. Und wir beide werden heute mal, wie versprochen, mal einen Verbandskasten zerlegen oder Verbandstasche. Und zwar habe ich hier ein schönes Stück aus dem Auto und das machen wir jetzt mal gemeinsam auf und gucken mal rein. Alles klar? Jo. Gut, los geht's. So, so fängt schon an. Kann ich nicht. Oh nein, oh nein. Ich kann doch kein Blut sehen. Soll ich mir erstmal ausziehen zur Sicherheit? Ja. Okay. Da muss aber alles ausdecken. So. Also, ich weiß nicht, wie wichtig es ist, aber hier steht immer eine DIN drauf. Sehr wichtig. Die DIN ist wie? 13154. 64. Oh, 64. Es gibt ja zwei verschiedene, Entschuldigung. Nee, aber richtig. 54 ist betrieblicher Verbandkasten. Entschuldigung. Also, und nicht vorbereitet. Wir super. Wir sind im Bereich PKW heute. Okay, also das heißt, ich will euch nur zeigen, wenn ihr jetzt einen Unfall habt und macht dieses Ding auf, es ist ja versiegelt, es muss ja komplett sein und auch vor allem noch haltbar. Genau. Wie lange ist der haltbar? Fragestunde? Nicht mehr. Doch, bis 2023. Bis 2023. Entschuldigung. Fast zu schade zum Aufmachen. Oben das, du hast ja einmal den Produktionsdatum also, und dann einmal den Ablaufdatum. Genau. Das wurde 1997 produziert. Nein. Genau, aber läuft ab 2023 und zwar im Juli. Ne? Solange ist hier drin alles gut und vor allem auch noch steril. Ne? Genau. Darum geht es ja. So, wir machen auf. Michele. Was haben wir denn? Oh. Also viele Sachen. Also ganz wichtig ist in jedem Verbandkasten oder Verbandtasche ist eine Anleitung dabei. Okay, in der Praxis gucken wir da, auch wenn das hier so richtig schön ist, wahrscheinlich sogar mit Bildern dargestellt. Das ist doch. Oh, ja, ja. Also da muss ich jetzt sagen, ich bin jetzt ein bisschen überrascht, positiv überrascht. Ich wollte gerade das Ding wegschmeißen und sagen, guckt eh keiner rein. Nein. Also wenn man wirklich... Also, wenn man, sich, 112. Wenn man sich nicht sicher ist. Also es sind hilfreiche Bilder drauf. Also das ist auch in der DIN drin. Das heißt, dieses Büchlein ist immer da drin. Jeder macht seine eigenen Piktogramme drin. Aber es ist eigentlich so erläutert, dass viele Bilder drin sind, dass man das auch Leute, die eben die Schwierigkeit aus Deutsch oder andere Sprachen das nicht lesen können, darum sind ja Piktogramme drin. Also Text und Piktogramm. Genau, man muss kein Doktor sein, um das lesen zu können. Genau. So. Gut, wusste ich auch nicht. Ja. Das Ding haben wir auch schon im Video, Michele. Die Rettungsdecke, genau. Richtig. Eine hoch. Oh, die funktioniert sogar. Eine super Schere. Das Wichtigste heutzutage? Es sind diese Nitrilhandschuhe. Also ich habe das letztes Mal gelesen, da hat einer kommentiert, er hasst Nitrilhandschuhe. Kann ich nachvollziehen. Aber es ist einfacher, und die zu verpacken, und die sind länger haltbar als die normalen, sage ich mal, Vinylhandschuhe oder was in der anderen Art. Okay, ich fasse mal zusammen. Also das war zum Abdecken an, aber so nur auch drunter legen und abdecken. Das haben wir im letzten Video. Guckt ihr das nochmal ein. Für Wärmehalt grundsätzlich. Genau. Und das ist halt zum Eigenschutz Handschuhe. Genau. Umgangssprachlich AIDS-Handschuhe, man früher mal dazu gesagt. Genau. Okay. Ich räume jetzt einfach mal aus. Ah, das hatten wir auch im Video. Genau, das ist mein Lieblingsmaterial, sage ich immer. Das ist das Dreiecktuch. Das ist also multifunktionell. Dreiecktuch, ist das quadratisch oder? Nee, das ist wie ein Dreieck aufgebaut. Ach so. Ne? Aber es gibt, du wirst lachen, es gibt die auch in Quadratform und die musst du dann einmal, ja, das ist die Spanen, wo man so sparen kann. Ne? Aber das ist also mein Lieblingsverbandsmaterial, weil es gibt aber zwei Stück davon immer. Ah, das ist auch nochmal. Genau, das sind immer zwei. Wusste ich auch nicht. So. Ich sehe aber schon gerade, es gibt doch nicht nur jetzt super klaffende Wunden. Hier geht es ja schon mal los mit kleinem Pflasterzeug. Genau, ne? Wundschnellverband. Im Fachjargon Pflaster, aber das heißt Wundschnellverband. Das ist einfach in verschiedenen Größen oder in große Streifen, wo ich dann mit Hilfe der Schere dann auch mir da was zuschneiden kann. Ne? Und ich ziehe jetzt hier gerade mal eins. Ne, das sind unterschiedliche. Das sind verschiedene Größen, genau. Bandagen oder genau. Nee, das ist einfach so mal, also Mullbinde. Mullbinde. Genau. Ne, lege ich mal hier vorne hin. Zum Kameramann schieben wir das alles. Mullbinde einmal breit. Genau. Dreimal breit, zweimal schmal. Ne? So, können wir nochmal sehen. Und das auch nochmal. Ja, okay, also Leukosil
Aber es ist so, das ist in Papierform. Es gibt dann auch noch ein bisschen andere Qualität, aber das ist einfach Heftpflaster. So heißt das eben. Ne? Das ist, wenn ich zum Beispiel, kommen wir gleich bestimmt dazu noch. Na gut, man muss aber sagen, wir machen die erste Hilfe und machen hier nichts Schönes für. Ich weiß nicht, ob wir es heute noch sehen können, aber über mit einer sterile Kompresse und mit Heftpflaster kann ich auch schnell eine Wunde steril abdecken. Weil wir wollen ja auch versuchen, die Wunde sauber zu halten und deswegen steril abdecken. Ne? Ich räume hier nebenbei ein bisschen aus. Und was sind das hier? Sind das noch mehr davon? Oder? Genau, das sind dann Verbandspäckchen. Und da ist hier ist zum Beispiel, also um das zu verstehen, also bildlich klarzustellen, ich habe hier eine sterile Kompresse und hier eine Mullbinde. Und das ist kombiniert in einer Packung drin. Das ist mit eingearbeitet. Also das und das ist das? Das ist genau, das ist schon mit eingearbeitet. Das heißt, ich spare mir dann immer, diese zwei Paketchen aufzumachen. Ne? Okay, also ich fasse mal ganz kurz zusammen. Das sind diese sterilen Wundauflagen, ne? Genau. Das auch? Ja, nur größer. Ein bisschen größer. Also entweder macht ihr das. Das. Oder das. Genau. Quasi das plus das ist das. Und wenn du richtig hinschaust, hast du die gleiche Menge auch hier. Drei große, zwei kleine. Ah. Das ist immer alles gleich aufgebaut. So viel Sterilkompressen hast du auch. Ach, das auch hier, das ist nur ein bisschen platt. Genau, das ist nur ein bisschen platt. Das ist gleich okay. Aufgebaut. Ne? Ja. Bin ich froh, dass du bei Michele bist. Herrlich. Und was ist das hier? Das sind Reinigungstücher sind das. Ne? Das ist wieder wie beim Doktor, eben, der eben dieses Cutasept drauf sprüht, sage ich mal, bevor er Desinfektion oder? Genau. Aber das ist jetzt also nicht Wundreinigung. Es ist einfach nur Reinigungstücher, nennt sich das. Wenn du wirklich da ein bisschen Dreck hast, da kannst du ein bisschen sauber machen. Ist aber eben, wie gesagt, wir wollen eigentlich keine Wunden reinigen. Wir decken sie nur ab und der Rest macht dann eben das Krankenhaus oder eben der Arzt. Okay. Super. Das ist in einer normalen Standardverbandstasche drin, was ihr im Auto liegen habt. Und, oder Kopf, also Verbandskiste, also Kasten. Es gibt ja nur nicht nur in Taschenform, es gibt ja auch als Kasten. Genau, diese, ne? Das genau ist aber immer das gleiche drin. Immer das gleiche. Immer das gleiche. Nach DIN 13164. Okay, wir machen gleich noch ein Filmchen, wo wir nochmal Verbandskoffer wie auf der Arbeit ist. Ich glaube, da ist ein bisschen mehr drin, ein bisschen genau. Aufgeräumter. Das war, was ich vorhin gesagt habe, mit der DIN 154. Das ist, dann, also das ist für betriebliche Stätten, also Betriebsstätten dann Verordnung ist das. Okay, drin. Der kommt gleich. Ich sage schon mal, Michele, schönen Dank für die professionelle Hilfe. Gerne. Nachspann für die Fans. Wir machen da nochmal schnelle Bandage bei mir, ne? Mal so im Nachspann. Ansonsten schon mal schönen Dank. Macht's gut, ihr Lieben. Ne? Bis denn. Tschüss. Ja, Michele, dann würde ich sagen, leg mal los. Herzlich willkommen bei Feuerwilli. Das ist wie André Jacke. Scheiß André Jacke schon wieder. Wir machen jetzt mal ganz kurz einen Unfall. Ich habe mich jetzt geschnitten oder läuft der Ketchup das Blut runter? Curry Ketchup. Ganz einfach. Er hat ganz cool. Aber das wolltest du einen Mülleimer, den Müll reinpressen und da war eine Glasscheibe noch drin, die quer geguckt hat und dann... Glasscheibe rein. Wie gesagt, es geht darum, das kann euch zu Hause erwarten. Nicht nur, wir reden jetzt nicht nur vom Verkehrsunfall, aber ihr habt diese Tasche im Auto. Das ist gut zu wissen. Wenn ihr nämlich zu Hause kein Verbandsmaterial habt, was vielleicht schade ist, könnt ihr zur Not zum Auto gehen. Genau. Aber es empfiehlt sich immer, einen zu Hause zu haben, so ein Ding. Ne? Genau. Aber wie gesagt, dann geht's nur zum Auto und jetzt machen wir erste Hilfe. Ich habe mich in der Küche im Papierkorb reingegriffen und in eine Glasscherbe. Genau. Entschuldigung. So, okay. Und unser Kameramann hat gerade gefragt, wenn das Messer noch drin steckt. Grundsätzlich drinnen lassen. Es ist also drin lassen. Drin lassen, ja. Es ist, ihr müsst euch vorstellen. Marini, blute! Das kann ja nicht lebensbrotig sein. Ah! Nein, also grundsätzlich, Fremdkörper, die drinnen sind, bleiben drinnen. Weil es ist ein Korkeneffekt. Ziehe ich den, also beste Beispiel ist einfach, na Moment. Ich mach's ein bisschen mit Liebe jetzt mal, ja? Ja, mit viel Liebe, Moment. So ist schon besser. Ich finde, mal sehen, dass ich jetzt noch romantische Musik einspiele. Oh, richtig mit Fixierung sogar. Naja, ich möchte ja auch gern schon, dass es dann eben auch hält, ne? Und
nicht nach 2 Minuten sich wieder irgendwo wegrutscht. Aber auch Männer können sich gerade vorstellen, was ich gerade für Schmerzen habe. Ja klar, das ist ganz, ganz schlimm. Und jetzt müsst ihr nochmal drauf achten, also ist ganz wichtig, ohne Spannung zu arbeiten. Ich stecke sie mal rein, weil ich brauche nicht 50 Mal umwickeln. Wenn ihr denn... Wie hast du den Move gemacht? Zeig mal bitte. Ganz kurz. Einfach nur einmal rumgewickelt und dann nehme ich einfach rüber und drücke es einfach rein, weil dann habe ich das erstmal... Ich brauche kein Pflaster oder irgendwas ähnliches, weil... Erstmal habe ich genug Material über. Wenn es doch noch ein bisschen durchsuppt, dann kann ich noch mal zweimal drum wickeln. Und du drückst ja auch gleich ein bisschen an, ne? Ein bisschen, aber ich will ja keinen Druckverband machen in dem Sinne. Ganz wichtig ist, wenn ihr den Verband anlegt, nicht mit Kraft. Einfach nur locker umwickeln. Wenn ihr genau schaut, wie ich das gemacht habe, ich habe das einfach, ich habe ihn einmal gedreht, dann kann ich hier einfach ganz locker, ohne groß Druck. Ist echt locker, ja. So, ich will ja nicht abdrücken, ich möchte einfach nur steril abdecken, weil ihr könnt das nochmal kontrollieren, ob ihr zu viel Spannung, also wenn ihr zu viel Spannung habt, das nennt sich DMS. Ich drücke einfach auf ein Nagelbett drauf, wenn ich drauf drücke, ist es weiß. Lass ich es los, muss ich sofort wieder erröten, dann ist die Durchblutung gegeben. Das ist die Durchblutung, dann kann ich nochmal die Motorik, kannst du noch bewegen die Hand? Ja, ist okay. Und dann guck mal nach oben, merkst du das? Was? Merkst du das? Ja. Gut. Das ist also DMS-Test, heißt das. Ne? Durchblutung, Motorik und Sensibilisierung ist das DMS-Test. Der ist frei ganz doof, aber wenn es dir blutet, muss ich das Blut abziehen. Am besten Gürtel rummachen. Nein, bloß nicht. Der ist aus dem Film, stramm ziehen, bis das, weiß wird. Das ist schon lange vorbei. Das ist schon lange, lange vorbei. Wir drücken nicht mehr ab oder binden auch nicht ab. Weil das Problem ist, wenn ich hier oben abbinden würde mit dem Gürtel, das heißt, das Blut würde sich hier drin stauen. Und ich sage mal, eine Stunde oder 10 Minuten, 20 Minuten, eine Stunde, bis man wirklich vom Unfallort oder vom Geschehen, ich bin im Wald spazieren, gestürzt, bis ich im Krankenhaus bin und das abgebunden habe, ist eine Stunde, kann eine Stunde vergehen. Und wenn ich das dann löse, dann habe ich die Gefahr, dass hier sich in diesem gestauten Blut Rinnsel gebildet haben, also kleine Trompen. Ja. Und wenn ich sobald es in die Gürtel wieder öffne, aus Versehen oder warum, weshalb, zack, geht das wieder spazieren. Schlaganfall, Infarkt, Lungenembolie, es gibt so viele Krankheitsbilder, ich will euch da jetzt... Also ich dachte, der Arm stirbt dann ab. So schnell stirbt er nicht ab. Da musst du tagelang das Ding also abdrücken. Aha. Aber die Durchblutung ist dann nicht mehr gegeben. Also es fängt dann an, dass das Zellgewebe, also ich will ja nicht so in die Materie reingehen. Also ich kann es euch erklären, wenn jemand Interesse hat, schreibt mir oder schreibt Willi und ich gebe euch dann nochmal oder in Textmöglichkeiten oder in Links, wo ihr dann nochmal nachlesen könnt. Weil da können wir uns den ganzen Tag oder 2 Tage unterhalten. Also grundsätzlich, es wird nicht abgebunden. Okay. Ich kann, wenn ich auch eine Blutung habe und es blutet immer noch kräftiger, dann mache ich das hier. Einfach höher als das Herz. Das Herz muss dann noch kräftiger nach oben pumpen und das ist anstrengender für das Herz. Das heißt, dadurch wird die Durchblutung etwas unterbrochen, aber nicht blockiert. So kann ich auch zum Beispiel eine Blutung stillen, indem ich einen Arm, ein Bein höher halte als mein Herz. Und das ist auch eine Möglichkeit. Okay. Ja. Eine Kehle. Super. Das ist die eine Möglichkeit. Schnell und einfach. Wo wir für die Junkies, die nicht genug kriegen, noch ganz schnell mal das Dreieckstuch auspacken. Was machst du denn mit dem Dreieckstuch? Du hast mir mal gesagt im anderen Video, das ist dein Lieblingstuch. Genau, da kann ich damit alles machen. Was denn auch? Also Flugzeuge bauen? Nein, das nicht. Also alles, was Grundversorgung angeht. Ach so. Das ist immer einfach, weil es multifunktionell ist. Ich kann da wirklich alles Mögliche machen. Das Gleiche wieder. Ich habe jetzt wieder, ich will es steril abdecken. Das gleiche Effekt. Ich nehme wieder eine sterile Kompresse, lege die drauf und dann nehme ich das Dreiecktuch. Ganz locker drum wickeln. Gar nicht mit groß Kraft. DMS ist gegeben. Es ist steril abgedeckt. Wundversorgung hält. Das ist die eine Möglichkeit. Das Schnelle ist auch, es ist an meinem Handgelenk eine Verletzung. Er hat zum Beispiel eine Kopfplatzwunde. Das sehen jetzt Leute im Internet gleich, was du jetzt machst, ne? Ja. Okay. Eine Kopfplatzwunde zum Beispiel. Hier oben ist irgendwas passiert. Also steril abdecken. Und das Beste, was man machen kann. Also wenn ich jetzt graue Haare habe, dann kommt das nur davon. Okay, das schneide ich wohl raus. So, und wie gesagt, kleinen Moment. So, jetzt ist hier oben eine Kopfplatzwunde und da ist es jetzt steril abgedeckt. Wundversorgung ist immer A und O. Ich möchte jetzt nicht, dass es sie infiziert, irgendwas ähnliches. Deswegen wird Wundversorgung grundsätzlich steril abdecken. Haben wir jetzt gemacht. So, jetzt ist ja noch, jetzt bin ich immer so nett, ne? Das ist jetzt Kopfplatzwunde. Aber das ist ja, was passiert öfters. Der Kopf ist ja selten. Aber manche sind ja sportlich sehr engagiert. Fahrradfahren, Joggen, irgendwas ähnliches.
Ja, Willi, zeig mir das. Willi ist jetzt natürlich durch den Wald gelaufen, ist gestolpert, hat natürlich noch jemand dabei, Mitläufer. Und dann hat er natürlich, Gesichtsbremse gemacht. Also ist mit dem Kinn mit der Unterlippe gebremst. Ja, so ungefähr. Und jetzt machen wir eine Wundversorgung am Kinn. Ich zeige euch mal ganz kurz die Methode Dreiecktuch und dann einmal mit einem Verbandpäckchen. Ne? So, hältst du einmal fest. Ah, sind alle Schmerzen. Bin gerade bei 120 gelaufen. Kopf nach unten wieder. Genau, das ist einfach. Und wenn es um die Aprilzeit ist, sage ich mal, habe ich hier noch zwei Effekte. Ich habe einen Osterhase. Michele, die nächste Bandage mache ich. So, das ist jetzt nur als Beispiel, wie schnell ich es gemacht habe. Also dann Kinn jetzt. Ne? Also jetzt nehme ich es hier wieder ab. Jetzt nehmen wir mal ein normales Verbandpäckchen. Das ist mit mehr Aufwand verbunden. Ne? Na. Das macht die, ja, die müssen sicher steril sein, ne? Ja, ich mache die aber auch nicht immer so gern. So. Kopf, Kinn wieder nach unten. Nach unten, genau. Fester. Schön ist zu sehen, wie der andere aus der Crew erstmal gleich Fotos machen, sich freut. Endlich ist der Villa mal ruhig, ne? So, weil mir jetzt genau, das ist ein bisschen aufwendiger, ne? Das ist, also Vorteil ist, warum ich einmal diese Querentwicklung gemacht habe, ist, dass es das in der Richtung nicht wegrutscht oder nach oben nicht wegrutscht. Das, die Mullbinder selber oder das, die Hate fixiert das auch mit der Haut und mit den verschiedenen Lagen. So, jetzt habe ich dann eben. Das hält. So. Danke dir, Michele. Gerne. So, schön hier gewesen zu sein. Es sieht gut aus. Bis dann. Tschüss. Ah.